Natur, Kultur, Opfen. Haut man also am Kannerwingert, ein Asatz, haut geht da an den Reihen Bloge vor. Die Reihe gern abgefroren. Und dann machen die Kanner, er lädt um weh, wobei man kann nicht viel sehen. Stallmist, die geht dann an die Fuhren abrohrt. Und das hilft dem Bottom. Füll it your über von den Pflanzen. Das ist ein von früher her die einzig Düngung, also Nährstoffe, die man an der Bottom gerät hat. Und da war die Mist, wie sie heil lädt, heute ist das ein bisschen so als Abfallprodukt. Früher war das so das Gold von den Bauern, von den Winzern. Wenn sie Mist hatten, immer gut, da hat an der Wingert abbringen können, all nicht jedes Jahr, man hat das all 4 bis 6 Jahre. Hätte man Mist bei die Stegbrot an den Bottom ran. Also wenn man das Gold, also die Mist hatte, hätte man auch ein besser Pflanz gerät. Also die Pflanze war schöner gewesen. Man hätte gesunder Traube gerät. Und das war du ein ganz wichtiges Sache. Ich werde gleich mal auch noch an der Kleef hier stellen für die Bottom erwitten. Werde mal eine Reihe abfahren. Werde ich da auch noch weiter filmen. Und Haut brauchen wir das nicht ganz so. Die Bauern, die Winzer, die brauchen den festen Innergrund auch. Das Lockern ist nicht ganz so wichtig, weil die müssen mit der Maschine halt durch den Berg fahren. Oberob, auch bei allen Witterungen. Und deswegen lockert man das Haut nicht ganz so viel. Das Düngen, man Mist brauchen wir auch nicht unbedingt. Haut geht speziell Dünger, die Blattdüngung, die wird spritzen, abrohrt kann, mit Flüssigkeit, speziell für die Blätter oder für die Trauben. Aber die Bottom-Erwit, der Bottom ist eigentlich das Wichtigste überhaupt für jede Pflanze, egal was für eine Pflanze es ist. Das ist einfach verkannt, wie wichtig das auch ist. Früher haben die Leute sich ganz, ganz viel Erwit gemacht, Handarbeit, um einfach eine gute Bottom auch am Winger zu holen. Wenn man gut Bottom-Erwit gemacht hat, hat man auch einen guten Ertrag gehabt. So heißt bei den ersten Plo, das ist für die Fuhren abzuziehen zwischen den Reihen. Früher waren die Reihen nicht so weit auseinander. Durch die Mengenregulierung an den 80er Jahren sind viele Reihen an über die anderen ausgehauen. Nur war das die Gerätschaften, die sind halt noch für die Aalmoos, die sind die noch da. Mo war halt Seil und Traktor halt umgehangen, eine Seilwand. Und blumen wir mal eine Reihe ab. Film, ich gebe mir Hanna de Blue her. Dann ist eines, ein Mann muss immer am Traktor sitzen und an den de Blue weil runterzieht. Ich gebe mir mal da rob. Das Geräusch, nur das hätte man am ganzen Berg früher immer hier von den Seilwinden, wenn Leute irgendwo am Blue waren. Ich habe immer schon eine Probefuhr gezogen. Das hat schon gut funktioniert. So, da geht der Bluehai, die Schorer, die ganz abgestallt, so breit. Dann alles schön. Auch die, hier kann man die, durch die Räder, kann man die Dief erstellen, wie Dief man auch an der Bottom ra will. Dreht man hier in dem hier will, kann man das hier runter drehen. Und dann geht immer drauf an, wie Müll, wie hart der Bottom ist. Oder wie groß man die Fuhren ra will. So, derjenige sitzt sich dann auf der Blue. Und da geht alles mit Handzeichen. Also, wenn eine Hand hieft, können wir gerade durch. So, und dann geht es los. Da winkt er. Und da geht der Blue Hai. Da schick gucken. Und mit Bottom ran. Wenn ihr mal zur Unhalle wollt, dann hätte er noch gewunken. Dann ist hin und her gewinkt, dann hat der Fahrer oben im Traktor das gesehen. Da könnte immer mal was sein, das was war. Oder mal die Blumen und dann ist noch in der Reihe geriet. Wenn dann das Weitergang ist, hätte dann die Hand gehoben
und auf 4 gewogen. Und dann hätte er einen Traktor gemerkt, das galt als Weider. So, wenn du da gleich einen Urbe galt, da geht nochmal Stopp gewogen und dann geht der Blue. Und als die Summe geklappt hat und im Hirbe die Schora als die Summe gehen, da lässt du ihn so besser runterziehen. Und da geht der Blue nice. Für die nächsten 3 geht der nice runtergezogen. Das war ein bisschen ungünstig, wo die Mistelolein, die gleich an die Fuhrenhai mit den Kannern abrohrt geht. Wenn die kommen, dann geht das der Blue. Geht bei einer Rona bis innen hin. Wo geht es noch? An der U-Baugeräte für die Blue. Ich werde schon her auch noch kurz vorstellen. Für zu zufroren oder für die Fuhren zuzufroren oder für zu grubbern. Wobei galt in Natur der Hand und da galt nur 4 und da galt nicht los. Die Obstimmung, die war ganz wichtig, weil so ganz ungefährlich ist die Sache mit dem Blue fahren nicht. Da bis die Erfahrung sollte man doch schon matt bringen. Ganz wichtig, wenn du für den Blue fahren, aber warum er doch mit. Man will ja auch den Boden locker halen, Luft an den Boden kriegen, dass der Boden mit so hart ist, dass man rennt, dass man nie Wasser an den Boden rankommen kann, wenn das Ganze nie locker ist. Das ist auch eine ganz wichtige Sache für früher. Heute geht es natürlich technisch ein bisschen anders gesehen. So. Super Helm vom Perspektiv vom Traktor. Der Traktor geht umgemalt, da guckt der Fahrer runter. Der winkt hier auf der Hand und da geht es mal heiß schöne Salgen. Wieder hochgezogen geht. Man merkt schon, der Traktor muss schon gut schaffen. Das Bluefahren, das ist dann in 50er, 60er Jahren aufgekommen, auf den Dörfern, wie die Leute, die ich Traktoren hatten. Hier ist die Bottom-Arbeit alles von Hand gemacht. Kann. Im Laufe des Sommers werde man das auf verschiedene Videos im Kannerfinger auch mal nur zeigen, was du alles gemacht hast. Das ist super geile Teil auf den letzten Metern. Das ist immer wichtig, immer auf die Handzeichen zu achten. Da geht es selber ausgeschaltet und dann zieht der Mann. Luna ist nur innen. Besonders noch Wehrdruck gelehrt hat, natürlich von die Winger steht, dass auch kein Schortendruck kommen ist. Das war ein großes Problem, wenn man nur den Wingerstock beschädigt hat. Oder ganz ausgefroren, was da halt nur wirklich passiert ist, aber da soll man echt, da hätte man immer gut Produkt gepasst. Mit den Jahren und die Leute auch viel Erfahrung so gehabt, wenn man da Tür auf Promo gemacht hat, ein nochmal gewinnt. Viel mit Handzeichen und alles. Das Rufen hat gar keinen Wert, weil ich merke, dass im Traktor, man geht da irgendwo gar nicht außer dem Traktor. Deswegen alles hier mit Handzeichen. Man muss hier nur konzentriert bei der Arbeit gewesen sein. Wenn der Motor schleigern ist, dann kann man auch einen Stein, einen dickeren Waken oder Steg Schuwa, kurzer Steg am Boden gewesen sein, wenn der Schuwa mit der Spitze oder Hanna krumm ist und dann hat sich der Blue schon mal krumm gestaltet. Da musst du unheilen, zurückziehen und dann ist es nochmal die Weih hoch, wenn man das hier gesehen, da geht es nochmal weiter. Also der Blue kann auch hinfallen, muss man schon immer auf Ort sein.
Stock und dann geht es an die nächste Reihe rüber. Eine Reihe. Wie gesagt, das ist was Upfuhren. Normalerweise ist das doch früher im Winter und am zeitlich früher, wenn er feucht ist, da geht im Flug auch viel besser an den Boden. Weil die Leute früher natürlich, hat schon gesagt, das Gold des Winzers oder der Bauern gemisst. Das war sehr kostbar gewesen, das Ganze. Und die Leute hatten außer diesen Naturdünger nicht gehabt. Und die Düngung ist dann noch im jetzt, April, ist gemisst dann halt zwischen die Stege kommen. Dann hält man, dann ist der Flug ein bisschen tiefer reingegangen, ist der Bottom drüber gefallen und dann ist dann wieder, ist nochmal zugevorgegangen. Und so machen wir uns eigentlich gleich auch noch der Flug, dann haben wir auch halt dabei, hier zuzufahren, wofür zu grubbern. Das Ganze, wie gesagt, hatte ich schon erzählt, besser Bottom leben, was ganz, ganz wichtig ist. Bottom ist für jede Pflanz das Allerwichtigste, die Grundversorgung, wo sie halt hier Energie herholen muss. Also in den Wurzeln, dafür brauchst du Luft, Wasser, Nährstoffe. Luft kriegen wir nur in den Bottom, wenn wir den Bottom halt ein bisschen ablockern von Zeit zu Zeit, wie herkömmlich von früher. Teilweise noch gemalt oder haut gegrubbert, tiefe gegrubbert, dann abgeruppt der Boden. Und dann, weil Haut geht viel mit Maschinen, schwerere Maschinen drüber gefahren, Bodenverdichtung, wenn da doch so ein bisschen verdichtet ist, kennt dann halt auch wenig Luft und Wasser vor allen Dingen, wenn es regnet, so ein ganz harter Boden, da läuft das Wasser auch nice oberflächlich weg und kann nicht ganz gut anziehen an der Boden. Da geht man schon den Mist an der Wingertrage vor, kann dann überall ist Bewegung hey, an den Fuhren. Geht man mit der Schubka den Mist gerobt vor. In die anderen Reihen sind sie noch am Abfuhren. Überall, ich kann doch durch die Reihe fahren. Überall Schubkorn am Einsatz ist. Mist geht geladen. Mit große Gerätschaften, Hai und so. Armern an der Arme ran. Klar, Schubkorn sind so. Oh, super. Da geht noch rot geformt mit der Schubkorn. Frontlader haben wir auch hei. Auch schon im Ansatz. Komm. Ich stecke fest. Die bei unserem Vorsicht, komm mal rein. So, überall ist an. Richtig Bewegung, hey. Jawohl. Jawohl. Super. Oh, oh je, das heißt aber schwer. So. Gut. So, weiter geht's. Leid auch nochmal selber mitbrachte, die Eltern, die Omas, Backe mittlerweile schon hoch.
ganz lecker Sachen. Hier Detail. Allein da hat schon einen ganz tollen Saar. Das ist immer ein Motto, geht ungesucht, was gemacht soll, das ist immer, wo er halt ist. Braun hatte ich geschrieben gehabt, Lebensmittel, die in braunen Färfen, Hinsch, Altro, Gehal, wie eine braune Marmorko, Muffins halt. Natur drüben, Apfelsaft geht das, alles schief braun. Kaffee geht das auch braun. Das war das Thema zum die Serien. Bei dem erbeten Mistraktoren. Auf die Glasschubkern in den Berg. Da geht noch gefüllt. Jawohl. Da stehen die Schubkern startklar. So geil natürlich auch. Man kann doch mit den Fingern an der Arme machen. Man muss nur Ideen holen. Jawohl. Ja, von Heimolde Bild, ein Ausschnitt. Was für eine Begeisterung Mist auslösen kann, hatte ich selber nicht so gedauert. Kann er mit den Eltern, Opa, Omas, sein Hai in volle Melan drin. Die Mist. Mal sind Hai noch die letzten dreien, werden er abgefahren. Und dann holen sie schon. Da ist überall Bewegung dran. Die eh nicht fuhren in einem Wehhai, die holen sich schon schön voll. Heidi, zwei Reihen Heidi ist ja schon so ganz viertig. Der ganze Wingerteil, nur zu einer kleinen Information, es war 85 Steg. Wir können nach nächster Jahr bei Dreiflingen nach Porno gesagt. Da werden man hört ca. knapp 100 Steg, der Kanner-Wingerteil, an Ruck von Hunden. Die Reihe ist aber all voll Mist. Gibt es dann all weg. Wenn man eine Heide große Randum sauber machen. Warte, ich sehe ja auch einen Teil von der Weinbaukultur, wo das jede sein, wenn er innen und Urwen sauber gehalten hat. Da kann er Hunde schon voll, gab er schon mal die Ischschuhe, gab er schon mal gereinigt. Der Mist hängt überall, da freut sich nachher der Mom, der Pap, der Arm, am Wundshammer. Wenn man der Mist schien durch, zeigt man Eierschuh. Guck mal da, alles voll Mist. Halt. Schubkorn. Alles verstrohst du sauber. Beim nächsten Rehen ist immer alles wie vor. Alles selber schön. Die Mist viele Ländereien. Das ist so klar Volksfest, die ganze Aktion. Und keiner weniger, das ist auch das Ziel, die Ekfamo ein bisschen ineinander zu bringen. Vor nur der schweren Corona-Zeit geht der Teil ja ungeheuer. Das bleibt sich vor dem Jahr treffen können für ein paar Stunden. Und noch was für eine Kannern zur Zeit für die Natur. Das ist auch ein schöne Sache. Hey, sag mal, wer noch der Klo und im Bauen von einem Schor. Hey, jetzt habe ich nicht gehört, da hat es dann die Schor für abzufahren. Das war losgemacht dann, weil gleichzeitig geht teilweise die Schor zugemacht, die für zufahren. So, leider mal war es leider ein paar Wochen dazwischen. Zwischen dem Ob- und Zufahren. Ja, das war ein. Am Ding halt ein bisschen Pittelarbeit, in dem Berg sehe ich auch. Herr Sandiwei, wollen wir ein bisschen kurzfristig sein. Also man kann man noch zeigen, das waren die Stockräumer, die sind dann immer nachher mal vorne und sind am Ersatz.
Dann zeige ich euch mal genauer, wie das funktioniert mit diesem Stockräumer noch. Ein Bild von allen. So, wir gehen die Fuhren halt so vor. Dorf hier ist dann so vor Plo. Da gehen die Schule von außen nur an. Da geht die Miste ein bisschen innerlich vor. Das ist ein bisschen schwierig, das ist sehr hart. Aber so grob kann man eigentlich sehen, dass die Miste ein bisschen zufällt. Da muss man sich auch mal auf den Plo stellen. Das geht noch nicht an den Bottom ran. Das Ziel ist, den Bottom ein bisschen abzubrechen, weil wir heim erreicht tun. Dünger haben wir abgeholt für die nächsten Jahre. Die Mist geht ja auch nur alle 4 bis 8 Jahre an die Wingheit abgeholt. Das nimmt man auch zu viel Dünger ran. Die Reihe ist aber fertig. Die letzten Spitzen an dem Wingerteil gab er noch zugefahren. Das war heute, wo viele Kanner. In dem Kannerwinger hat ich wohl den körperlichen Ersatz auf die Kannerrunde gespitzt hat bei der Hitze, die war. Und die Eltern, die Pappen und die Mammen auch. Und einmal dem letzten Billern vom Blue fahren. Am Wingert, am Kanner Wingert, beende ich das Video von Natur, Kultur, Opfen.